Willkommen zum ersten Quizteil für den Grundlagentest im Ausbildungszyklus MM. Wie jedes Mal bei allen Folgen aus der Quizreihe, zuerst den Quiz ein paar Mal anschauen, dann den Ton wegschalten und versuchen, selbstständig mitzuraten. Und so kommen wir auch schon zur ersten Frage. Welche Zellen finden wir im Knochen? Wir erinnern uns, Knochen heißt Os und somit sind das die Osteozyten, Osteoblasten und Osteoklasten. Jetzt schauen wir uns die anatomischen Richtungen an. Kopfwärts heißt kranial, am Stamm nach unten Richtung Becken heißt kaudal. An den Extremitäten näher zum Rumpf heißt proximal. An den Extremitäten weiter nach außen heißt distal. Vorne oder bauchwärts heißt ventral. Zum Rücken zu oder nach hinten heißt dorsal. Fußsohlenseitig heißt plantar. Handinnenflächenseitig heißt palmar. Ein echtes Gelenk besteht aus mindestens zwei Knochen. Beide Knochen sind mit hyalinem Knorpel überzogen. Ein echtes Gelenk hat einen Gelenkspalt, eine Gelenkskapsel, die aus zwei Blättern besteht, der Membrana synovialis und der Membrana fibrosa. Im Gelenkspalt befindet sich die Gelenksschmiere, die Synovialflüssigkeit, die unter anderem Eiweiße enthält. Handelt es sich bei dieser Struktur um eine Synarthrose oder um eine Diarthrose? Diarthrose ist der Name für echte Gelenke von D2. Welche Strukturen sind hier zu sehen? Hyaliner Knorpel, der beide Knochenenden überzieht, der Gelenksspalt, hier die Gelenkskapsel mit den zwei Blättern und hier die Gelenksschmiere, Synovialflüssigkeit oder Synovia. Kommen wir zur nächsten Frage. Um welche Struktur handelt es sich hier und woraus besteht sie? Das ist natürlich ein Meniskus im Kniegelenk und Meniszi bestehen aus Faserknorpel. Kommen wir zu den Aufgaben des Knochengewebes. Knochengewebe hat seine besondere Festigkeit und Härte dadurch, dass es Mineralstoffe speichern kann. Das Knochengewebe bietet mechanischen Schutz und dient Muskeln, Bändern und Sehnen als Ursprung und Ansatz. Der Knochen ist aber auch noch für die Blutbildung zuständig, und zwar findet diese im roten Knochenmark statt. Knochen ist von der Beinhaut, dem Periost, umgeben. Durch dieses ziehen ganz viele Blutgefäße in den Knochen hinein und aus dem Knochen hinaus. Um was für kleine Knochen handelt es sich hier denn? Diese zwei kleinen Knochen im Bereich der Zehen sind klassische Sesamknochen oder Sesambeine. Sesamknochen sind in Sehnen eingelagert zum Schutz der Sehne vor Abreibung. Und hier haben wir auch gleich das größte Sesambein oder den größten Sesamknochen des Körpers, die Kniescheibe. Die Kniescheibe heißt auch Patella. Die Patella ist auf der Rückseite mit hyalinem Knorpel überzogen. Benenne mindestens 5 Hilfseinrichtungen von Gelenken und erkläre den Aufbau. Typische Hilfseinrichtungen sind zum Beispiel das Labrum, der Diskus, der Meniskus. Diese Hilfseinrichtungen sind alle aus Faserknorpel. Weiters gibt es schleimige Hilfseinrichtungen, zum Beispiel Sehnenscheiden oder Gleit- oder Schleimbeutel. Gleitbeutel oder Schleimbeutel heißen Bursa und befinden sich zwischen Knochenvorsprüngen und Muskeln und Sehnen. Sehnenscheiden bieten langen Sehnen eine reibungsarme Führungsschiene zum Gleiten. Gelenklippen, Labren, dienen der Vergrößerung von Gelenkpfannen. Diszi und Meniszi unterteilen Gelenke und helfen hier der Gelenksmechanik. Zum Beispiel im Bereich des Kniegelenkes helfen sie, den Abstand zwischen den Kondylen zu verringern.